schau mal. Ich habe unsere Murmeln wiedergefunden. Oh ja, toll. Die sind so schön. Ich würde gerne damit spielen. Hatten wir nicht mal eine Murmelbahn? Ja, aber ich glaube, die haben wir verschenkt. Paul und Alex haben eine Murmelbahn. Sogar eine ziemlich große. Echt? Cool. Meinst du, sie würden uns die mal ausleihen? Ja, vielleicht. Wir könnten ihnen ja einen Spielzeugtausch vorschlagen. Ja, tolle Idee. Hallo. 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 Wir wollten mal fragen, ob wir eure Murmelbahn ausleihen dürfen. Unsere schöne Murmelbahn? Wenn ihr wollt, dürft ihr euch von unserem Spielzeug auch etwas aussuchen und ausleihen. Oh ja. Das finde ich eine super Idee. Ich bringe euch die Murmelbahn gleich rüber. So, da sind die ganzen Röhren. Ihr könnt sie dann zusammenstecken, wie ihr wollt. Super, danke. Dürfen wir jetzt noch etwas von euch ausleihen? Ja, kommt mit. Oh ja, wir wollen das Spielhaus haben. Ausgerechnet das Spielhaus? Ja, das ist cool. Haus spielen. Das habe ich aber sehr gerne. Wollt ihr nicht etwas anderes ausleihen? Nein. Dann müsst ihr aber versprechen, dass ihr vorsichtig damit umgeht. Ja, versprochen. Okay. Achtung, passe ich damit überhaupt durch die Tür? Ah, gut, es geht. Tschüss. Tschüss. Jetzt bauen wir gleich die Murmelbahn auf. Es gibt ganz viele Röhren. Die türkis gestreiften haben Öffnungen. Ja, da muss man wahrscheinlich diese dünneren Röhren reinstecken. Cool, man kann sogar richtig lange Röhren bauen. Und es gibt auch Kurven. Tschüss. Komm, Anna, wir fangen hier oben in meinem Zimmer an. Hier muss man die Kugel reinwerfen. Dann geht es erstmal bis zur Treppe. Und dann mit der lila Röhre weiter nach unten. Jetzt muss hier wieder eine Säule hin. Die hat hier unten einen Ausgang. Wir können die Murmelbahn dann so weiterbauen, dass die Murmel direkt auf dem Sofa landet. Das ist cool. Ich probiere gleich mal aus, ob das funktioniert. Ich brauche nur noch eine Murmel. Ich will es auch testen. Achtung, fertig. Los! Da rollt sie. Mama, ist die Murmel auf dem Sofa angekommen? Ja, ist sie. Cool. Jetzt will ich. Oh nein, Niki hat meine Murmel gefangen. Halt, Niki. Jetzt liegt sie unter dem Sofa. Ach Mann. Lass mich auch mal schauen. Ja, ich sehe sie. Sie liegt zu weit unten. Vielleicht kommen wir mit dem Besen dran. Da kommt was. Eine verstaubte Socke von Papa. Na sowas. Hier, Niki, für dich. Achtung, jetzt schau mal. Ja, gleich bist du dran. Okay, ich hab sie. Danke. Wir können die Bahn noch erweitern. Ja, probieren wir es aus. Wie komme ich denn hier jetzt am besten durch? Oben drüber? Nein, lieber unten durch. Cool. Ich gehe nach oben, lass meine Murmel wieder rollen. Okay, dieses Mal bleibe ich erstmal unten. Und pass auf, dass Niki sie nicht wieder abfängt. Ist gut. Achtung, sie kommt. Nein, sie kommt nicht. Sie muss irgendwo stecken geblieben sein. Ich schau nach. Hier ist sie nicht. Hier auch nicht. Wo ist sie denn? Ah, hier passen die Bahnen nicht genau aufeinander. Da hängt sie fest. Moment, ich hab's gleich. Jetzt kommt sie. Ja, angekommen. Jetzt will ich meine Murmel rollen lassen und du passt auf. Okay. Und los. Oh, jetzt wird sie aber langsam. Ob die überhaupt noch ankommt? Ja, juhu. Das macht richtig Spaß. Ja. Ich koche mir jetzt einen Tee. Möchtet ihr auch einen? Nein, danke, ich nicht. Ich auch nicht. Mama, Telefon. Ja, ich bin auf dem Weg. Hier kommt man gar nicht mehr durch. Vorsicht, Mama, dass du die Bahn nicht umwirfst. Ja, ich passe auf. Ja, hallo.
Das war wirklich eine gute Idee mit dem Spielzeugtausch. Meine Kinder spielen schon die ganze Zeit glücklich und zufrieden mit dem Haus. Ja, meine haben auch Spaß. Ich will noch mehr Bahn bauen. Wir haben doch noch mehr Teile. Ja, die müssen wir alle noch verbauen. Mama, ich glaube, das Wasser kocht. Sarah, ich muss auflegen. Tschüss. Wow, das habt ihr aber schön aufgebaut. Aber wie komme ich jetzt in die Küche? Pass auf die Bahn auf, Mama. Ja, mach ich. Ach, herrje. Ah, vielleicht kann ich ja hier durch. Hm, das ist auch schlecht. Dann muss ich wohl wieder krabbeln. Jetzt haben wir einen richtigen Parcours für unsere Murmeln. Nicht nur für die Murmeln. Mama, schau mal, ich habe eine Garage für mein Auto gebaut. Und die kann ich sogar mit einem Tor zumachen. Wow, das sieht toll aus. Meine Garage ist auch gleich fertig, Mama. Super, dann sind eure Autos ja perfekt aufbewahrt. Und du spielst Puppe Mia? Ja, Puppe krank. Oh, was hat sie denn? Fieber. Die Arme, dann muss sie jetzt ins Bett liegen. Ja, Puppe schlafen. Gut, dann deckst du sie schön zu und gibst ihr vielleicht noch einen Tee, oder? Ja. Prima, dann gehe ich jetzt wieder runter. Okay. Bring, ich fahre eine Runde. Oh, ein steiler Berg. Bring, da muss ich viel Gas geben. Paul, gemein, arme Puppe. Brumm, Achtung. Meine Decke. Alex, auch gemein. Ihr eigenes Zimmer haben. Ein Kissen und noch ein Kissen. Und eine Decke und noch mehr. Cool, Mia, baust du eine Burg? Können wir auch mitmachen? Nein, Mias Zimmer. Keiner darf rein. Das hält aber nicht Mia. Die Mauer stürzt doch sofort ein, wenn man nur ein bisschen dagegen stößt. Mia, auch Lego bauen. Unsere Steine darfst du aber nicht nehmen, die brauchen wir selber. Nur die pinken. Genau, die pinken und die lilafarbenen, die brauchen wir nicht. So, Mia, viele Steine. Und hopp, Mia, Wand bauen. Macht Spaß. Cool, Mia, das wird ja richtig groß. Cool, und hier ist der Eingang, da können wir rein und raus. Raus, Paul, raus! Das ist Mias Zimmer! Dürfen wir nicht mitspielen, Mia? Nein, Mia allein Puppe spielen. Puppe krank. Mia Fenster zumachen. Halt, das ist doch mein Tor! Ist pink! Pink gehört Mia! Ach, Mann! Komm, Paul, wir spielen etwas anderes. Gehen wir ins Wohnzimmer. Du, Puppe schön schlafen. Du, Puppe schlafen. Puppe schläft. Paul, Alex? Paul und Alex weg? Mia Hunger. Mia Kekse essen. Ich hole schnell den Traktor. Alex, Mia Kekse essen. Kekse? Ach da. Hier, bitte. Danke. Mia, kommst du? Es gibt Essen. Oh. Wo bleibt Mia denn? Mia, das Essen wird kalt. Vielleicht kann Mia nicht kommen. Warum soll sie nicht kommen können? Mia wollte ein eigenes Zimmer haben. Aber das hat doch nichts mit dem Essen zu tun. Ich gehe wohl besser mal nachschauen. Mama! Mia, kommst du etwa nicht mehr raus? Ja! Jungs, habt ihr das so gebaut, dass Mia nicht mehr rauskommt? Nein. Stimmt das, Mia? Ja, Mia selber gebaut. Oh je, hast du nicht mehr dran gedacht, dass du auch irgendwann mal wieder rauskommen musst? Komm her. Ich glaube, es ist besser, wenn in der Wand eine Tür ist. Wollt ihr nicht lieber etwas zu dritt spielen? Was denn?
Mias Puppe ist doch krank. Paul könnte den Arzt spielen. Der kommt mit einem schnellen Auto zur Puppe und Alex ist der Fahrer. Ja! Ich bin gleich da. Hallo. Ich gebe dir eine Medizin. Und jetzt ist die Puppe wieder gesund. Juhu! Ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Geschichte wieder. Bis dann. Tschüss.